So. Okay, wir sind 5 Minuten vor der Zeit, aber ich fange mal an, dann habe ich 5 Minuten mehr Zeit. Ja, freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich bin Knut. Ich bin Mitglied von Code for Germany, wobei Mitglied ein bisschen schwierig ist, weil wir kein Verein sind, sondern einfach so eine lose Gruppe an Menschen. Aber ich bin aktiv, und ich will euch heute was erzählen, was wir bei Code for Germany machen und wie wir digitale Werkzeuge für die Zivilgesellschaft bauen. Und hoffentlich könnt ihr euch am Ende ein bisschen mehr darunter vorstellen, was wir meinen könnten, wenn wir von digitalen Werkzeugen sprechen. Was wir bei Code for Germany machen, ist, wir bauen mit offenen Daten digitale Werkzeuge für die Zivilgesellschaft. Digitale Werkzeuge, das kann heißen, das sind Webseiten oder das sind Apps, also sind irgendwie technologische Lösungen, die Leuten Tools an die Hand geben sollen, damit die Probleme, die sie vor Ort, die sie in ihrem Alltag haben, irgendwie lösen können. Wie ihr sehen könnt, wir machen das auf Basis offener Daten. Deshalb erstmal die Frage, was sind eigentlich offene Daten? Da gibt es in Großbritannien eine Organisation, die nennt sich Open Knowledge International, und die hat mal aufgeschrieben, was sie sich eigentlich unter offenen Daten vorstellen, in der sogenannten Open Definition, die da auf Deutsch lautet: Wissen ist offen, wenn jeder darauf frei zugreifen, es nutzen, verändern und teilen kann, eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, die Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren. Das ist also hier der Versuch, ein relativ komplexes Thema in einem Satz darzustellen. Deshalb erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer, was das heißt. Und man kann es in so drei Teile unterteilen, die wir meinen, wenn wir von offenen Daten sprechen. Wir meinen da Daten, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht sind, zu der wir freien Zugang haben und die in einem offenen Format veröffentlicht sind. Was genau das heißt, ist, ja, erkläre ich jetzt. Und zwar erstmal zum Thema, was ist eine offene Lizenz? Zu einer offenen Lizenz, da gehören zwei Sachen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Open Source Software. Offene Lizenzen heißen einmal, dass Mixen und Teilen erlaubt. Das heißt, ich kann mir einen offenen Datensatz von einer Stelle nehmen, ich kann mir einen offenen Datensatz von einer anderen Stelle nehmen, ich kann die irgendwie kombinieren, eine neue Visualisierung damit schaffen, einen neuen gemischten Datensatz schaffen und kann den auch weiter verteilen. Und ich darf diese Daten auch kommerziell nutzen. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal offene Daten genutzt, wenn ihr nämlich auf euren Smartphones ÖPNV-Anwendungen benutzt habt. Ganz viele von denen basieren auf offenen Daten. Wenn ihr also sowas wie Citymapper genutzt habt oder Elli oder auch Google Maps, die basieren alle, wenn sie ÖPNV machen, auf offenen Daten, die von Verkehrsunternehmen veröffentlicht wurden. Der zweite Teil, der zu dieser Forderung gehört, ist der freie Zugang. Und freier Zugang heißt, dass diese Daten, die wir bekommen, die sollten kostenlos sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Daten zwar irgendwo vorliegen, aber dass die zum Beispiel ursprünglich mal auf so einer Schreibmaschine getippt wurden, jetzt noch tief im Archiv liegen. Und da sagen wir, es ist okay, wenn der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin, wenn die ins Archiv gehen muss, die muss diese Dokumente holen, die muss sie einscannen. Diesen Aufwand können wir durchaus vergüten. Das heißt, es kann sein, dass man diese Daten anfordert, man bekommt sie. Dieser Aufwand, der dafür betrieben werden musste, der wird vergütet. Aber der ist dann auch einmal vergütet und von da an können die Daten dann auch kostenlos zur Verfügung stehen. Das meinen wir mit freiem Zugang. Die Daten sollten nicht mehr kosten, als ihre Reproduktionskosten tatsächlich sind. Die dritte Forderung von der Folie war das offene Format. Offene Formate sind wichtig, weil wir manchmal sehr spannende Daten haben, aber wir haben sie in den falschen Formaten. Was zum Beispiel relativ häufig vorkommt, wenn man offene Daten anfordert, ist, dass man diese Daten als PDFs bekommt. PDFs sind super für Menschen, da können spannende Tabellen drinstehen. Es war extrem schwierig, aus diesen Tabellen irgendwie strukturiert Informationen rauszuholen. Wenn ich mir jetzt also zum Beispiel mit meinen Standard-Kommandozeilen-Tools so ein PDF angucke, dann sieht es ungefähr so aus. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es relativ schwierig ist, da Informationen draus zu extrahieren. Um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, es gibt da eine Definition, die nennt sich Five Star Open Data. Und die sagt so ein bisschen, wie sehen wir das denn mit den offenen Formaten und wie sehen wir das mit den offenen Daten? Und die sagen, wenn wir irgendwelche Daten haben, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht sind, dann ist es schon mal gut. Wenn wir also ein PDF mit den Daten haben, die uns interessieren und das unter einer offenen Lizenz steht, das ist gut. Wenn die Daten maschinenlesbar sind, dann ist es noch besser, denn dann ist es für mich einfacher, da Anwendungen mitzubauen. Da kann ich mir zum Beispiel meinen offenen Datensatz nehmen und kann da eine kleine Statistik drauf machen, kann den einen Datensatz mit dem anderen Datensatz kombinieren. Das ist schon mal ein Schritt besser, da kriegt man 2 Sterne für. Das Problem daran ist, jetzt können wir unseren Datensatz zum Beispiel als Excel-Datei haben, aber um diese Excel-Datei zu öffnen, brauchen wir Excel. Besser wäre es also noch, wenn die Datei auch unter einem offenen Format veröffentlicht wird. Da ist zum Beispiel CSV ein Beispiel. CSV ist eben auch ein tabulares Datenformat, mit dem wir strukturiert Daten abbilden können, ähnlich wie ihr das aus Excel kennt, nur dass man dafür eben keine spezielle Software braucht, weil es ein standardisiertes Format ist. Es geht noch 2 Schritte weiter. Das geht dann so in den Bereich, wo Metadaten zu diesen Daten hinzugefügt werden oder die Daten untereinander verlinkt werden.
Wir müssen aber ehrlich sagen, in Deutschland sind wir froh, wenn wir ein PDF bekommen. Also das da hinten ist so ein bisschen Wunschdenken. Wir sind ganz froh, wenn wir überhaupt irgendwas bekommen. Das ist so die Grundbasis von Open Data. Das sind offene Daten und die kommen eben aus diesen drei Faktoren, setzen die sich zusammen. Jetzt ist die Frage, wo kriegt man offene Daten her? Und da gibt es auch drei Hauptdatenprovider, könnte man so sagen. Der erste und der klassische Datenprovider, das sind Behörden. Daher kommt auch diese Idee so ein bisschen. Die Idee war mal, wir zahlen Steuern und der Staat macht irgendwie coole Sachen damit. Der, weiß nicht, kartiert zum Beispiel in fast allen Städten alle Bäume. Das heißt, die gehen alle 9 Monate rum, gucken sich alle Bäume an und haben jetzt spannende Daten über Bäume oder haben spannende Daten über Einkommensverteilung, haben lauter spannende Statistiken, die aber irgendwie in den Behörden verstauben. Wäre doch toll, wenn wir, da wir sie ja mit unseren Steuern bezahlt haben, Zugriff auf diese Daten hätten. Ja, und deshalb veröffentlichen jetzt mehr und mehr Behörden tatsächlich offene Daten. Und das machen die in sogenannten Datenportalen. Das Datenportal, was wir hier sehen, das sind die GovData, unter govdata.de zu finden. Und das hat den Anspruch, das deutschlandweite Datenportal zu sein. Das heißt, wenn irgendwo von Behörden offene Daten veröffentlicht werden, dann sollten wir sie hier in diesem Datenportal finden. Und was dieses Datenportal macht, ist, es gibt uns einmal die Suche und wir können jetzt nach Daten suchen, die uns interessieren. Wir können zum Beispiel nach Kindergartenverteilung suchen hier oder wir können nach irgendwelchen Umweltthemen suchen. Wir können aber auch sagen, ich habe nichts Konkretes, wonach ich suche, ich möchte erstmal browsen, kann hier unten gucken, da sind diese Daten alle strukturiert und kann sagen, mich interessieren jetzt mal alle Umweltdaten, ich möchte mir erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was es überhaupt für Daten gibt. Wenn ich dann einen Datensatz gefunden habe, dann sieht das konkret so aus, da sehe ich halt, was ist die Beschreibung des Datensatzes, wo finde ich ihn, ich sehe aber auch, unter welcher Lizenz ist er veröffentlicht und ich sehe auch, wer ist die Ansprechperson, oft finde ich auch noch Metadaten dazu. Das geht wieder so ein bisschen darauf zurück, was ich ja vorhin gesagt habe, ist, wir wünschen uns, dass diese Daten unter so offenen Formaten veröffentlicht sind. Das heißt, wir möchten eigentlich am liebsten eine Tabelle haben, da ist nur Text drin und ist total einfach maschinenlesbar. Was aber oft fehlt dann, ist die Erklärung, was diese Spalten in dem Text jetzt eigentlich bedeuten. Deshalb findet man in diesen Datenportalen oft dann noch ein anderes Dokument, in dem erklärt wird, was meinen diese Daten eigentlich. So ein Datenportal gibt es auch auf Stadtebene. Wir haben zum Beispiel daten.berlin.de, das Datenportal für Berlin. GovData aber, wie gesagt, hat den Anspruch, eigentlich alle zu sammeln und zentral durchsuchbar zu machen. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass ihr eine Idee habt, welchen Datensatz ihr euch gerne angucken würdet. Ihr sucht ihn bei GovData, aber ihr findet ihn nicht. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Frag den Staat. Das ist von der Open Knowledge Foundation, die auch ursprünglich mal Code for Germany gegründet hat. Und mit Frag den Staat kann man mithilfe des sogenannten Informationsfreiheitsgesetzes Anfragen stellen. Das heißt, wenn ihr vermutet, dass irgendeine Behörde einen interessanten Datensatz habt, dann könnt ihr mithilfe von Frag den Staat diesen Datensatz anfragen. Das macht ihr, indem ihr da oben einfach die Behörde aussucht, die ihr anfragen wollt. Und das kann von einer Schule in eurem Kiez bis zum Bundesinnenministerium alles sein. Und wenn die diese Daten haben und es keine Ausschlusskriterien gibt, dass zum Beispiel zu personenbezogene Daten sind, dann müssen sie euch diese Daten kostenlos oder eben mit so einer Minimalvergütung zukommen lassen. Wenn sie das nicht machen, kann man auch direkt über Frag den Staat die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit einschalten und vermitteln lassen. Das heißt, man hatte auch tatsächlich was an der Hand, wo man die Behörden dazu zwingen, ist schwierig, weil dieses Amt leider mit nicht viel Kraft ausgestattet wurde, aber man kann zumindest strukturiert Behörden anfragen nach Daten. Und da sind die manchmal auch ganz proaktiv und schicken einem dann wirklich spannende Daten. Weil wir in Deutschland sind, ist das Ganze natürlich nicht so einfach und wir haben zwar ein Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene, nicht aber auf allen Landesebenen. Wir haben immer noch 4 Bundesländer, die irgendwie nicht glauben, dass Informationsfreiheitsgesetze wichtig sind. Und das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in Niedersachsen oder Bayern sind, können wir eben leider nicht von diesem Informationsfreiheitsgesetz Gebrauch machen. Wir können natürlich da immer noch Bundesbehörden anfragen, aber wir könnten jetzt zum Beispiel nicht das niedersächsische Kultusministerium nach irgendwelchen Daten anfragen. Wir haben aber auch 3 Bundesländer, die richtig überzeugt sind von der Idee und die ein Transparenzgesetz haben. Und die Idee an so einem Transparenzgesetz ist so ein bisschen das umzudrehen und zu sagen, wir warten gar nicht erst darauf, dass wir angefragt werden, sondern wir veröffentlichen proaktiv diese Daten. Da ist zum Beispiel Hamburg ein Vorreiter, die haben auch ein Datenportal und in diesem Datenportal findet man einfach mehr Daten als in anderen Datenportalen. Deutschland
Also man kann so ein bisschen sehen, wo Deutschland steht, wenn man sich klar macht, Deutschland hat seit dem September 2005 ein Informationsfreiheitsgesetz. Die USA, die so ein bisschen als Vorreiter gilt, die haben ihr seit 1966. Das heißt, wir hinken da noch ungefähr 40 Jahre hinterher und teilweise merkt man das noch, aber die Tendenz ist schon mal gut. Was wir auch hier für die Bits und Bäume noch haben, ist das Umweltinformationsgesetz. Das gibt es eigentlich in allen Bundesländern und mit dem kann man eben Umweltinformationen anfragen. Umweltinformation klingt erstmal relativ unkonkret, aber wenn man darüber nachdenkt, ist bei vielen Sachen, die irgendwie interessant sein könnten, ist die Umwelt irgendwie beteiligt. Also wenn wir zum Beispiel Bauverfahren haben, dann haben die immer irgendeinen Einfluss auf die Umwelt. Das wäre ein Ansatz, dass man dann mit Hilfe des Umweltinformationsgesetzes diese Daten anfragt, wenn man gerade in einem Bundesland ist, wo es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Das ist der erste und traditionelle Ansatz, wo man seine offenen Daten herkriegen kann, die Behörden. Es gibt aber noch zwei weitere und die zweite Gruppe wärt ihr. Das ist die Community, die selber Daten bereitstellt. Da möchte ich euch konkret ein Projekt zeigen, weil wir da bei Code for Germany viel mit arbeiten. Das ist Wikidata. Wikidata ist ein Knowledge Graph und kommt tatsächlich aus dem Hause Wikimedia, also von den Leuten, die auch Wikipedia machen. Und die haben sich gedacht, Wikipedia ist cool, wir haben irgendwie diese Plattform geschaffen, wo wir das Weltwissen mehr oder weniger zentral gesammelt haben. Das Problem daran ist, das ist wieder was, das ist für Menschen geschrieben und das ist nicht maschinenlesbar. Das heißt, wir haben da zwar ganz viele spannende Informationen, aber es ist extrem schwierig, strukturiert diese Informationen rauszuholen und mit dem Computer abzufragen. Wikidata ist jetzt also so ein Knowledge Graph und so ein Knowledge Graph funktioniert immer mit so Trippeln von Subjekt, Prädikat und Objekt. Wir haben hier zum Beispiel das Subjekt Angela Merkel, das ist so eine Wiki-Seite, wo auch alle bearbeiten können. Und die können jetzt also, können uns das Subjekt Angela Merkel angucken. Die hat ein Prädikat, nämlich Position Held und ein Objekt, Federal Chancellor of Germany. Das heißt, wir können da jetzt strukturiert lesen, Angela Merkel hat ein öffentliches Amt und das ist Bundeskanzlerin von Deutschland. Das Coole jetzt ist, dass dieses Bundeskanzlerin von Deutschland wiederum, in dieser Stelle war es jetzt ja ein Objekt, ist aber auch wieder ein Subjekt. Das heißt, ich kann auf diese Seite gehen und sehe, okay, zu diesem Subjekt gehört ein Land. Und zwar das Land, was hier dazu gehört, ist Deutschland. Das ist eine Instanz von einem öffentlichen Amt. Und diese Person wird nominiert von dem Präsidenten von Deutschland. Und so geht es endlos weiter. Das heißt, auch Deutschland wäre wieder jetzt ein Subjekt und hat wieder viele weitere Properties. Und so baut sich dann ein, wie man sich vielleicht vorstellen kann, sehr weites Netz auf an Wissen, das so gespeichert ist. Und das erlaubt mir jetzt, Abfragen zu stellen mit einer relativ einfachen Abfragesprache. Und dann kann ich so Sachen fragen wie, gib mir mal bitte eine Liste der 10 größten Städte weltweit, die eine weibliche Bürgermeisterin haben. Und das finde ich irgendwie ganz beeindruckend, wenn man sich das so vorstellt. Denn das ist natürlich eine Frage, die konnte ich auch vorher schon mit Hilfe von Wikipedia beantworten. Und das hätte ich gemacht, indem ich irgendwie auf die Seite Städte nach Einwohnerzahl gegangen wäre. Ich hätte jede Stadt einzeln angeklickt, geguckt, wer ist da Bürgermeister oder Bürgermeisterin, hätte bei dieser Person geguckt, welches Geschlecht haben die. Jetzt kann ich das einfach in einer strukturierten Abfrage schreiben und dann kriege ich diese Informationen. Das heißt, jetzt auf einmal, wenn man sich daran gewöhnt, kann man strukturiert Fragen über die Welt stellen und Antworten bekommen. Was wir damit relativ viel machen, sind so Abfragen zu Politikern. Also wir versuchen, die Landespolitik und die Bundespolitik in Wikidata abzubilden, sodass wir dann so Fragen stellen können wie, wer war eigentlich 1987 im Landtag NRW, wer hatte da welche Position in, oder man kann auch so Trivia-Fragen stellen, wie zum Beispiel, welcher deutsche Bundespolitiker war eigentlich in den meisten Parteien und findet dann, es gibt Politiker, die waren in 6 Parteien in ihrer Parteilaufbahn. Also da kann man einfach ein bisschen mit rumspielen, das ist ein sehr spannendes Thema. Es gibt noch eine dritte große Säule, die einem Daten liefern kann und das sind Unternehmen. Die Open Data Szene in Deutschland war immer sehr interessiert an ÖPNV-Daten oder überhaupt an öffentlichem Personenverkehr mit dem großen Vorbild Deutsche Bahn. Bis vor einigen Jahren sah unsere Beziehung dann noch ungefähr so aus. Die Community wollte gerne Daten haben, aber die Bahn hat sich sehr geweigert, diese Daten zu veröffentlichen. Mit dem Grund, und das ist ein Grund, den man ganz oft hört, wenn wir euch diese Daten geben, dann versteht ihr die nicht richtig oder dann baut ihr Anwendungen, die schlecht sind und dann denken die Leute, dass wir schlecht sind. Das ist also diese Befürchtung, ich nehme zum Beispiel den Fahrplan der Bahn, baue damit so eine Reiseauskunfts-App und die App ist einfach schlecht, die gibt einem einfach nicht die richtigen Abfahrtszeiten an. Das wird dann von Leuten benutzt und die denken, oh, die Bahn, die kriegt wieder gar nichts hin.
Das war also lange Zeit so die Befürchtung der Bahn. Man kann aber erfreulicherweise sagen, dass sie da vor einigen Jahren so einen Sinneswandel erlebt hat und dann tatsächlich selber ein Datenportal veröffentlicht hat. Das ist jetzt also quasi GovData auf Bahnebene, auf Unternehmensebene. Damals gab es da noch 16 Datensätze, also nicht ganz so viele, aber immerhin, die Bahn hat auch angefangen, Daten zu veröffentlichen. Und das ist jetzt auch ein positives Beispiel für andere Unternehmen, dass, wenn so ein großes Unternehmen Daten veröffentlicht, dass es vielleicht keine so schlechte Idee ist. Ich erinnere mich noch, wie ich damals diese Daten gesehen habe, die haben jetzt ein Datenportal, und dann habe ich geguckt, cool, was sind denn da für Daten drin? Und einer der ersten Datensätze, den ich gesehen habe, war der Betriebszustand von Fahrstühlen auf dem Bahngelände. Da dachte ich mir so, ha, die Bahn hat voll die coolen Daten, und was sie jetzt veröffentlichen, ist, ob die Fahrstühle funktionieren. Aber dann habe ich da mal drüber nachgedacht, und eigentlich ist es ein total tolles Beispiel dafür, was man mit offenen Daten machen kann. Wenn man nämlich zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder wenn man einen Kinderwagen dabei hat, dann ist es natürlich total relevant, ob der Fahrstuhl funktioniert oder nicht. Damals hat der DB-Navigator das noch gar nicht unterstützt, und es konnte vorkommen, dass man sagt, ich möchte gerne von hier nach Hause fahren, und dann findet man raus, okay, du musst an der Landsberger Allee umsteigen, steige ich in die Bahn ein, komme an der Landsberger Allee an, nur um festzustellen, der Fahrstuhl ist wie immer kaputt. Also muss ich selber rausfinden, okay, wie komme ich jetzt wieder in die Bahn rein, wo kann ich hinfahren, wo komme ich jetzt tatsächlich hier weg. Das heißt, das ist was, wo die Bahn irgendwie keine Zeit oder keine Priorität für hatte, das umzusetzen. Es gab aber Leute, die das total wichtig fanden, dieses Thema, nämlich Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder Leute, die einen Kinderwagen dabei hatten. Und es gab uns, die Entwicklerinnen-Community, die Lust hatte, damit was zu bauen. Das heißt, hier sind diese drei Gruppen zusammengekommen, und dadurch, dass die Bahn diese Daten bereitgestellt hat, konnten wir irgendwie Mehrwert für alle drei Gruppen schaffen. Und das ist insgesamt so ein bisschen das, was wir versuchen, bei Code for Germany zu machen. Code for Germany gibt es seit dem Februar 2014. Inzwischen in ganz schön vielen Städten in Deutschland. Wir sind in 24 Städten in Deutschland inzwischen. Und was wir sind einfach Freiwillige, die zusammenkommen, um Anwendungen auf Basis dieser offenen Daten zu bauen und um diese digitalen Werkzeugen Leuten an die Hand zu geben. Wir haben diese 24 Labs, und das sind einfach Gruppen, wo sich regelmäßig Entwicklerinnen und Designer treffen und gemeinsam solche Anwendungen bauen. In Berlin zum Beispiel treffen wir uns immer montags, und das jede Woche. Es gibt kleinere Labs, die treffen sich nur einmal im Monat. Aber was uns alle verbindet, ist, dass wir uns eben treffen und gemeinsam an diesen Anwendungen bauen. Und damit ihr euch ein bisschen mehr darunter vorstellen könnt, habe ich auch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Und gestartet hat das zumindest für mich alles bei einer Veranstaltung, die nannte sich Stadtland Code. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Aber das war so der Start der Bewegung. Man sieht, dass das schon relativ lange her ist, weil wir da noch nicht gegendert haben. Da sprachen wir noch von digitalen Werkzeugen für Bürger. Ich glaube, heute wären wir so weit, dass wir da BürgerInnen schreiben würden. Aber eins der ersten Projekte, was da rauskommt, was ich total passend für Bits und Bäume fand, ist ein Projekt, das nennt sich auch immer noch Ernteteilen. Das war 2012, und die Idee an Ernteteilen ist es, Städterinnen und Städter mit Bäuerinnen und Bauern zusammenzubringen, und zwar im Rahmen von solidarischer Landwirtschaft. Solidarische Landwirtschaft ist so ein Konzept, wo man als Gruppe in der Stadt einen Vertrag mit einem Bauern schließt und sagt, wir werden dir ein Jahr lang jeden Monat so und so viel Geld überweisen, und dafür kriegen wir einen Anteil von deiner Ernte. Das ist für die Bauern total cool, weil sie jetzt sicher damit planen können, dass ihr Gemüse ihnen abgenommen wird. Und das ist für die Leute in der Stadt total cool, weil sie wissen, sie kriegen eben einen Anteil dieses Gemüses und und unterstützen selber diese lokalen Bauern oder die lokalen Bäuerinnen und sorgen dafür, dass die weiterhin unabhängig Gemüse produzieren können. Und das ist eben so ein typisches Beispiel. Man kann hier einfach suchen nach seinem Standort und findet dann, wo ist hier die nächste Solawi und wie kann ich da Mitglied werden. Das ist also so ein schönes Beispiel, wo wir zwei Communities haben, nämlich irgendwie die Land-Community, die Landwirtschaft betreibt, und die Städterinnen und Städter, die Lust an Gemüse haben, die jetzt mit dieser Plattform zusammenkommen. Ich habe auch noch ein Beispiel aus Berlin mitgebracht von Thomas, der hier im Berliner OK-Lab, also im Berliner Open Knowledge Lab, total aktiv ist. Und Thomas ist in der Landeselternvertretung sehr aktiv. Jetzt haben wir in Berlin das Problem, dass wir einen Sanierungsrückstau in Schulen haben und dass wir wissen, dass wir ungefähr 5 Milliarden Euro zur Schulsanierung ausgeben müssen. 5 Milliarden Euro ist so eine Zahl, da kann ich mir nichts mehr drunter vorstellen, die ist so absurd groß. Und das fand auch Thomas, und deshalb hat er einfach mal in seinem Bezirk in Lichtenberg angefragt, sagt mal, wofür braucht ihr dieses Geld eigentlich? Und was er bekommen hat, ist Daten pro Schule. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Karte, und wir können uns auf der Karte die Schule, die bei uns direkt in der Nähe liegt, raussuchen und können uns angucken, okay, wofür muss diese Schule eigentlich konkret Geld ausgeben?
Und das finde ich ein schönes Beispiel, denn hier können wir jetzt zum Beispiel sehen, diese Schule hier muss 600.000 Euro dafür ausgeben, dass da ein zweiter Rettungsweg gebaut wird. Und wenn ich jetzt Kinder an dieser Schule hätte, dann könnte ich mir da auf einmal mehr drunter vorstellen, denn mir ist es wahrscheinlich dann schon 600.000 Euro wert, dass meine Kinder im Notfall fliehen können, wenn da dieser erste Rettungsweg blockiert ist. Das heißt, auf einmal wird diese extrem große und abstrakte Zahl 5 Milliarden Euro so ein bisschen greifbarer und ich kann mir konkreter drunter vorstellen, was heißt das eigentlich und warum kommen da so große Zahlen zusammen? Jetzt kann es sein, dass ich diese Daten gesehen habe und jetzt irgendwie festgestellt habe, vielleicht ist da in der Politik was schiefgelaufen, wenn wir diesen Sanierungsrückstau haben. Vielleicht sollte ich mich mal in der Lokalpolitik engagieren. Da haben wir ein schönes Beispiel aus München, das heißt München Transparent. Und was die gemacht haben, ist, die haben die Daten der Kommunalpolitik, die auf der Website veröffentlichen, einfacher dargestellt und einfacher durchsuchbar gemacht. Das heißt, die Stadt veröffentlichte schon Informationen dazu, was da auf der lokalsten Ebene passiert. Das, was in Berlin die Bezirksverordnetenversammlungen wären. Aber diese Website war eben schon etwas älter und nicht so super user-friendly. Und was die gemacht haben, ist, sie haben quasi ein neues Interface für diese Daten gebaut. Und was einem das jetzt ermöglicht, ist zum Beispiel mal eine Volltextsuche, dass ich zum Beispiel nach dem Wort Schulen suchen kann. Und dann kann ich mal gucken, wann wurde eigentlich in meiner Bezirksverordnetenversammlung mal über Schulen geredet. Das eigentlich coole Feature ist aber, ich kann sagen, ich wohne in diesem Bezirk und mich interessiert das Thema Schulen. Und was dann passiert ist, München Transparent überprüft für mich, ob eine neue Tagesordnung veröffentlicht wird in meinem Bezirk. Und wenn die veröffentlicht wird und da Schulen draufsteht, dann kriege ich eine E-Mail und dann kann ich hinfahren zur Bezirksverordnetenversammlung und mitreden. Das ist nämlich das Coole an dieser sehr lokalen Politik. Da hat man oft Mitspracherecht und da kann man oft einfach hinfahren und zu Themen mitreden. Man muss es halt nur mitkriegen. Und das ist das, was München Transparent einem ermöglicht, eben mitzukriegen, wann man tatsächlich teilhaben kann. Ein ähnlich politisches Projekt haben wir auch noch aus Stuttgart. Stuttgart hat ein großes Problem mit Feinstaub, weil es in so einem Talkessel liegt und weil da viele teure Autos rumfahren. Und die Leute vom Stuttgarter Open Knowledge Lab wollten mal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit dem Feinstaub? Und haben gefunden, okay, es gibt ein Messnetzwerk von der Stadt Stuttgart, aber das ist nicht sonderlich gut, da gibt es nicht viele Messstationen. Und dann haben sie sich gedacht, na dann bauen wir einfach unser eigenes Messnetzwerk. Und da ist dieses Produkt bei entstanden, das nennt sich AirRoar. Und was das ist ein kleiner Mikroprozessor, den man sich in China für ungefähr 35 Euro kaufen kann, programmiert ihn mit einer Open-Source-Software, die von denen bereitgestellt wird, schließt ihn an den Strom an, er verbindet sich mit dem lokalen WLAN und fängt an, Luftqualität zu messen. Der zieht also Daten durch dieses Rohr, misst die Feinstaubbelastung und veröffentlicht die dann auf der Seite luftdaten.info. Ich habe jetzt mal hier eine von diesen Kacheln ausgewählt und da rechts könnt ihr sehen, wie viele Sensoren es da gibt. Da gibt es also inzwischen ganz schön viele in ganz Deutschland, aber auch in der ganzen Welt haben Leute angefangen, diese Luftdaten zu sammeln und an diese zentrale Plattform zu schicken, wo sie wieder als offene Daten veröffentlicht werden. Und ich finde, das ist ein ganz cooles Beispiel, weil das jetzt auf einmal die Leute, die da in der Stadt sind und sich für das Thema Feinstaub interessieren, auf so eine andere Verhandlungsbasis hebt. Wenn die jetzt mit der Stadt reden wollen, müssen sie nicht sagen, wir haben gehört, dass die Luftqualität hier wie folgt ist, sondern wir haben selber gemessen und wir haben auch tatsächlich mit der Uni darüber gesprochen und verglichen, dass unsere Messnetzwerke ungefähr die gleiche Qualität liefern wie kommerzielle Anbieter und wir wissen, die Luftqualität ist so und in dieser Straße ist es besonders schlimm und ihr müsst da was machen. Das heißt, man kann jetzt einfach losgehen und selber eine Datengrundlage schaffen, mit der man auf einmal eine ganz andere Verhandlungsbasis hat. Und ich finde, das ist ein total cooles Beispiel, wie man so Empowerment schaffen kann mit offenen Daten. Zwei Beispiele aus Berlin habe ich noch, ein ganz kleines, was wir auch wieder viel machen im ÖPNV-Bereich. Da hat einfach mal jemand sich die Daten von der Bahn genommen und so eine Art Skyscanner für die Sparpreise der Deutschen Bahn gebaut. Da habe ich jetzt also hier gesagt, ich möchte von Berlin nach Wuppertal fahren, wann ist mir eigentlich relativ egal und finde jetzt hier die günstigsten Preise. Das ist so eine ganz einfache Anwendung, aber das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, was man so machen kann und wie wir es vielleicht manchmal schaffen, ganz kleine Werkzeuge zu bauen, die aber trotzdem irgendwie einen Use Case schaffen, der vorher nicht so einfach zu lösen war. Ein letztes Beispiel und so ein Ausblick auf die Zukunft, die ich mir wünsche, ist hier aus Berlin wieder. Das war eine Kooperation mit einem lokalen Verein, der sich TipTap nennt und wofür die sich einsetzen, ist, dass Leute weniger Wasser aus Plastikflaschen trinken und mehr Wasser aus dem Wasserhahn. Und was sie dafür gemacht haben, ist so ein
Projekt Kiez und sind da in einzelne Häuser gegangen und haben bei den Leuten Wasserqualität gemessen. Jetzt hatten sie also Messdaten zur Wasserqualität in Privathaushalten und wollten die irgendwie auf eine Karte tun. Daten auf eine Karte tun ist was, was wir total viel machen, was für uns total einfach ist. Für die war es aber irgendwie total schwierig, das zu machen. Und jetzt war es natürlich naheliegend, dass wir zusammenkommen und dass wir diese Daten für den Verein auf die Karte packen und uns dabei auch überlegen, was fehlt eigentlich, warum müssen wir das machen, warum können die das nicht selber machen? Wie können wir selber jetzt Tools entwickeln, die es nicht technischen Vereinen einfacher machen, mit ihren Daten zu arbeiten? Und das ist was, was ich mir wünsche, dass wir in Zukunft noch viel mehr machen, so nach dem Motto, wir haben die Tools, ihr habt die Daten. Wenn ihr ein Verein seid und irgendwie glaubt, dass ihr Datenschätze habt, die ihr noch nicht nutzt, dann guckt doch einfach mal auf code4.de, wo ihr ein lokales Open Knowledge Lab findet und dann trefft euch mal mit denen und fragt die, ob sie nicht Lust hätten, euch Hinweise zu geben, wie ihr eure Probleme lösen könntet, wie ihr eure Daten visualisieren könntet oder ob die euch vielleicht sogar selber was bauen wollen. Noch ein kurzer Blick nach draußen. Code for Germany ist Teil eines viel größeren Netzwerks, das sich Code for All nennt. Fast überall in der Welt gibt es Leute wie uns, die sich treffen und an solchen Projekten arbeiten, mal mehr mit der Regierung, mal mehr in der Community. Da ist zum Beispiel Code for America eines der großen Vorreiterprojekte. In Taiwan gibt es aber zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich GovZero. Die machen auch total viel in der Regierung tatsächlich. Wir haben ein riesiges Netzwerk in Afrika, Code for Africa nennen die sich. Und dieses Code for All Netzwerk trifft sich dann auch einmal im Jahr, weil wir irgendwie ja total lokal, aber auch immer wieder sehr ähnliche Probleme lösen. Und das ist so unsere Möglichkeit, dass wir mal miteinander sprechen und voneinander lernen, was ist bei euch eigentlich lokal los und wie löst ihr eure Probleme da. Ja, das ist Code for Germany. Wenn es interessant klang, dann guckt doch mal auf die Website unter code4.de und guckt mal in eurem lokalen OK-Lab vorbei. Danke. Ja, vielen Dank, Knut Kühne. Wir haben noch circa 10 Minuten Zeit auch für Diskussionen, Nachfragen. Also ich würde gerne den Flo, ja, dann habe ich schon die erste, also die anderen. Hallo, und zwar bin ich auf Luftdateninfo gestoßen und da habe ich mich nachher gefragt, ob aus den gesammelten Daten, die visualisiert werden, ob da noch was anderes daraus entsteht, also irgendwie vielleicht Richtung Wissenschaft, so Citizen Science irgendwie, habt ihr da irgendwie was geplant oder macht schon was? Also ich selber bin bei dem Luftdatenprojekt konkret gar nicht so eingebunden. Wir haben auch in Berlin diverse Leute, die so Messpunkte gebaut haben. Aber die Daten gehen jetzt erstmal alle an diese zentrale Stelle und da können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Interessierte sich die auch einfach runterladen. Das heißt, wenn du eine Idee hättest, was man damit machen kann, dann kannst du sie dir auch runterladen und selber Wissenschaft, Citizen Science damit betreiben. Aber ich glaube, konkretere, detaillierte Auswertungen gibt es da zurzeit zumindest noch nicht. Mehr Fragen? Ja. Vielen Dank. Ich bin auch Teil von Code for Germany und möchte mich bedanken für den Vortrag, möchte aber was ergänzen. Diese Einladung, Code for Germany zu besuchen, die gilt natürlich für alle Anwesenden, aber auch für alle Behörden, für alle NGOs, für Firmen. Und was ich nochmal klarstellen will, das klingt nach außen immer sehr technisch und um Programmieren und Informatik und so weiter. Es geht aber darüber hinaus, also viele Projekte vermissen Leute, die so ein bisschen das managen, die PR machen, die sich hier auf eine Bühne stellen und einen Vortrag halten. Das heißt, Leute, die darauf Lust haben, die einfach sich da einbringen möchten und nicht am Computer sitzen, sind herzlich willkommen und die brauchen wir auch und an denen fehlt es am meisten. Kann ja vielleicht noch mal ein bisschen ausholen da. Also Code for Germany sollte ursprünglich mal gestartet werden nach dem Beispiel aus den USA, wo Technikerinnen und Techniker tatsächlich in die Verwaltung reingebracht wurden. Die deutsche Verwaltung konnte man dafür aber leider nicht begeistern. Und dann dachten wir uns, okay, da müssen wir es halt andersrum machen. Da müssen wir erst die Community schaffen und damit die Verwaltung überzeugen. Das ist aber auch immer noch ein ungelöstes Problem, denn wenn wir uns treffen, dann ist die Verwaltung am Feierabend und freut sich, Feierabend zu haben. Wenn ihr da Ideen habt, wie man mit der Verwaltung ins Gespräch kommen kann, dann auch gerne kommt zu mir nachher. Ich wollte mal kurz noch fragen, in welcher Art sind den Behörden verpflichtet, die Daten herzugeben? Oder habt ihr
Muster schreiben und dergleichen, um die ein bisschen dazu, ja, nicht zwingen, aber so ein bisschen ihnen einfach die Gesetzeslage aufzeigt, dass sie verpflichtet sind, Sachen herzugeben. Genau, es gibt eben die Plattform fragdenstaat.de, wo man mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes diese Daten anfragen kann. Und da sind die Behörden auch tatsächlich verpflichtet, diese Daten zu veröffentlichen. Man muss ehrlicherweise auch sagen, dass manchen Behörden das scheinbar egal ist, weil es halt leider nicht so richtig, also es gibt da die Bundesbeauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz, die mahnen kann, wenn die Behörden dem nicht nachkommen, da hört es dann aber auch auf. Was Frag den Staat aber auch ganz viel macht, ist tatsächlich Klagen. Also Frag den Staat ist in letzter Zeit immer mehr von so einer reinen Tech-Plattform zu so einer Policy-Lösung gekommen und die machen immer mehr, ja, tatsächlich vor Gericht ziehen, haben damit zum Beispiel vor einigen Jahren alle wissenschaftlichen Gutachten des Bundestags befreit, indem die einfach alle Gutachten immer wieder angefragt haben, bis der Bundestag irgendwann gesagt hat, okay, wir haben es verstanden, ihr möchtet alle Gutachten haben, wir veröffentlichen die jetzt einfach proaktiv. Hi, I was part of a group of developers here in the TU Berlin who was trying to build a platform precisely to upload all of these open data and be able to query it. And what we found was exactly what you described, is that they're not in machine-readable format, or it was either developed by a company who makes it extremely difficult for the data to be read by computers. And we found that also in other countries where, for example, Google would go in and develop their GTFS, data for public transport, etc. So the question is, are there any strategies or tools that are available to try to get governments and companies to, you know, make this data available and do so in a way that's easier for developers to work with? Oh, also dann die Frage ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ob es Strategien gibt, sozusagen öffentliche Verwaltung oder staatliche Institutionen dazu zu bringen, offenere Daten sozusagen bereitzustellen. Wir haben ja vorhin gesehen, wie sozusagen, die vor allem eben auch maschinenlesbar sind. Das ist eine sehr gute Frage. Ich antworte auch einfach mal in Deutsch. Man muss tatsächlich sagen, wenn wir Daten nach dem Informationsfreiheitsgesetz anfragen, kriegen wir oft PDFs. Und da ist auch, also es gibt immer mehr Verordnungen, die Behörden dazu bringen sollen, maschinenlesbare Daten zu veröffentlichen. Das ist aber auch was, womit sich die Verwaltung verständlicherweise schwer tut, denn die hören jetzt, sie müssen offene, maschinenlesbare Daten veröffentlichen, wissen aber nicht für wen und warum und wie. Und deshalb würden wir eigentlich sehr gerne eben mehr mit der Verwaltung zusammenarbeiten, um ihnen zu zeigen, wie das gehen könnte. Das ist auch was wir viel sehen, ist, dass wir Informationen anfragen und sie nicht maschinenlesbar bekommen. Dann sagen wir, okay, dann kopiere ich es aus dem PDF raus. Zum Beispiel hier in Berlin habe ich mal eine Situation mit den Berliner Wasserbetrieben gehabt, wo ich Daten haben wollte. Ich sollte sie nicht kriegen, denn dann würde man sie ja falsch verstehen. Habe die also aus dem PDF abgeschrieben, habe eine Visualisierung damit gebaut, veröffentlicht, das den Wasserbetrieben geschrieben, habe ihnen geschrieben, okay, ich habe die Daten jetzt abgeschrieben, wo von ihnen dann die Rückmeldung kam, ach, das ist ja schön, dürfen wir das bitte verlinken auf unserer Website? Und das ist was wir total sehen. Manchmal muss man den Leuten halt so wirklich ganz klar zeigen, was man damit machen möchte. Und dann stellen die fest, ah, die wollen kostenlos für uns arbeiten. Okay, dann kriegen wir es vielleicht doch hin, da mal ein Excel hinzuschicken. Hi, ich fand es sehr inspirierend, was jetzt schon so für Ideen basierend auf den Daten irgendwie verfügbar sind. Und ich habe verstanden, ihr macht das quasi ehrenamtlich in eurer Freizeit. Aber viel dieser Daten sind ja unglaublich wertvolle Werte für auch Konzerne, sage ich jetzt mal. Kriegt ihr da nicht auch Anfragen, das auch mal anderweitig irgendwie umzusetzen? Also jetzt gerade bei dem Wasser, keine Ahnung, als Wasserverkäufer, also als Unternehmen, was Wasser verkauft, könnte ich die Daten ja auch negativ interpretieren, zeigen, wo die Wasserqualität schlecht ist, um dann PR zu machen, dass die Leute dann halt dort mehr Wasser in Plastikflaschen kaufen. Also gibt es da nicht auch so ein paar Gewissenskonflikte, in die ihr manchmal kommt? Also ich würde sagen, Transparenz schadet erstmal grundsätzlich nicht, denn also selbst in dem Fall, wo die lokale Wasserqualität schlecht ist, würde ich sagen, ist der Vorteil noch größer, wenn Leute das sehen können. Und dann ist es schließlich, also das ist ja die Aufgabe der Wasserbetriebe,
Trinkwasser in einer gewissen Qualität zu liefern. Und das einfach quasi geheim zu halten, löst das Problem nicht. Es stimmt natürlich, dass dann irgendwie böse Kräfte diese Daten auslegen könnten. Das ist aber was ich irgendwie bisher noch nicht gesehen habe, dass offene Daten gegen die Veröffentlicher genutzt wurden. So, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage hier, dann müssen wir die Diskussion in die Pause verschieben. Hallo, also es tut mir leid, ich habe das nicht ganz verstanden, welche Daten dort veröffentlichen werden können. Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Dann hätte ich noch eine Frage. Wir sind also wohnungspolitische Initiativen hier in Berlin, die also partiell, also auch schon sehr viel Recherche, also zu gefährdeten Häusern. In Kreuzberg Nord sind das also vier DIN A4 Seiten, also mit so ein bisschen Detailinfo. Meine Frage, ob man die dort auch irgendwie zur Einsicht für alle bringen könnte. Also die Frage, was für Daten quasi offene Daten sein könnten, ist tatsächlich sehr vielfältig. Traditionell sind das so statistische Daten, also Daten über Einkommensverteilung oder ja alle statistischen Daten, so, die so erfasst werden. Mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes kann man aber eigentlich beliebige Daten anfragen. Solange das eben keine personenbezogenen oder anders schützenswerten Daten sind, kann man die alle anfragen. Kann zum Beispiel auch anfragen, wofür welche Politikerinnen Geld ausgegeben haben, um so nochmal so eine politische Transparenz zu schaffen. Also alles, was irgendwie in Behörden stattfindet und wo es schon fertige Daten gibt, also wo sich nicht noch jemand hinsetzen muss und diese Daten für mich erstellen, sondern wo es schon ein Dokument gibt, die kann man grundsätzlich mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes anfragen. Was die Städte selber veröffentlichen, sind natürlich auch Daten, von denen sie sich irgendwie denken, dass die von öffentlichem Interesse sein könnten. Vielen Dank nochmal für den spannenden Vortrag und auch für die vielen Nachfragen. Kannst du vielleicht noch sagen, wo man, seid ihr noch hier vertreten irgendwie auf der... Ja, ich habe extra meinen knallgrünen Pulli angezogen, damit ihr mich noch finden könnt. Sonst könnt ihr aber auch auf code4.de/Berlin gehen und dann gibt es da eine Liste mit Kontaktpersonen, unter anderem Knut, das bin ich. Könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Okay, vielen Dank. Danke.